Nachdem sich die Volkswagen-Drillinge so gut verkauft haben, dass sie auch schon teilweise ausverkauft sind, den Skoda Citigo EiV hatte ich euch bereits vorgestellt, geht es jetzt um einen weiteren Kleinstwagen, der voll elektrisch unterwegs ist, den neuen Renault Twingo Electric. Den schauen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen an, was kann der? Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann jetzt schnell abonnieren, liken und natürlich eure Meinung zum Renault Twingo Electric unten in die Kommentarbox. Also steigen wir ein beim Renault Twingo Electric. Mit 3,62 Meter passt der Renault Twingo Electric fast auf eine Parklücke quer. Ist doch gar nicht mal so übel, das kennen normalerweise nur Smartfahrer. Tja, und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat so in der Automobilenwelt, der weiß, dass der Twingo auch ein Smart im Grunde genommen ist, nämlich ein Smart 4x4, nur eben mit anderen Plastikverkleidungen. Dass wir bei dieser kurzen Außenlänge natürlich jetzt nicht die größten Platzverhältnisse erwarten dürfen, ist ganz klar. Auf der Rückbank sitzt es sich passabel mit meiner Größe, das geht gerade so. Kindersitze könnt ihr mit Isofix an den Außenpositionen gut befestigen. Der Wagen kommt immer als Viertürer ab Werk. Zudem in den Kofferraum bringen wir 240 Liter Volumen unter. Das ist sogar mehr als bei der Verbrennervariante, denn der Elektromotor, der auch hier über der Vorderachse sitzt und auch einen Hinterradantrieb beinhaltet, der braucht einfach ein bisschen weniger Bauraum und somit gibt es mehr Raum fürs Gepäck. Umlegen könnt ihr die Rücksitzbank im Verhältnis 50-50, 980 Liter maximal Stauraumvolumen, und wenn ihr auch noch die Beifahrerrückenlehne umlegt, dann könnt ihr bis zu 2,34 Meter lange Gegenstände in den Kleinstwagen einladen. Ich lade mich jetzt schon mal ein und dann geht's auf zur Probefahrt. Wir sind gleich im innerstädtischen Betrieb unterwegs mit dem Renault Twingo Electric und auffallen tut mir persönlich, ich sitze hier auf angenehmen Sitzen. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, ist zwar nur in der Höhe verstellbar, aber verschmerzbar. Dann haben wir ein Navigationssystem mit 7 Zoll Bildschirm, TomTom-basierte Karten und eine Klimaautomatik, Einzonenfunktion, das heißt kühler Kopf wird hier auf alle Fälle bewahrt. Dann haben wir zwei USB-Anschlüsse sowie einen AUX-Eingang, damit auch das Smartphone geladen werden kann oder aber via Apple CarPlay und Android Auto auf dem Monitor gespiegelt werden kann. Hinter dem Dreispeichenlenkrad befindet sich noch ein Kombi-Instrument, welches die Geschwindigkeitsanzeige analog anzeigt oder aber ein kleines Display, worin wir dann die Akkustandanzeige finden, sowie die Reichweite, die Außentemperatur und den Gesamtkilometerstand. Beim Fahren reduzieren wir auch so einiges, und zwar unter anderem den Wendekreis. Mit 8,60 Metern ist der Twingo Electric super handlich und wendig. Das Fahrwerk haben die Ingenieure allerdings sehr straff abgestimmt, manchmal ein bisschen hölzern, aber gut, das liegt einfach am leicht erhöhten Gewicht. Der Wagen ist 165 Kilo schwerer als die Verbrennervariante, damit knapp unter der 1,2 Tonnen Marke. Mit 60 kW bzw. 82 PS und 160 Newtonmetern Drehmoment ist der Elektroantrieb sehr kräftig, zumal eben das Drehmoment ja direkt ab erster Umdrehung anliegt, schiebt den kleinen Twingo Electric richtig gut voran. Das macht schon ganz schön viel Laune, vor allem hier so im städtischen oder Überlandbetrieb. Da macht der Twingo Electric eben eine sehr gute Figur. Die Reichweite des 21 Kilowattstunden umfassenden Akkupakets sorgt dann für eine Reichweite realistisch von rund 150 bis
200 Kilometer mal grob gerechnet. Ja, da könnt ihr natürlich dann auch gleich sagen, effizient ist er vielleicht nicht. Ja, Renault gibt einen Verbrauch von rund 17 Kilowattstunden an im Mix. Da gibt es auf alle Fälle sparsamere Fahrzeuge. Aber in meinen Augen, für die paar Fahrten, die man mit dem kleinen Wagen macht, ist das auch völlig ausreichend. Ein cleveres und sehr handliches Fahrzeug war der Renault Twingo ja schon immer. Jetzt kommt noch eine Prise Fahrspaß on top und zusätzlich der elektrische Antrieb, der dem Ganzen für meine Begriffe eine Nachhaltigkeit und auch eine Sinnhaftigkeit noch mehr verleiht. Denn die rund 200 Kilometer elektrische Reichweite sind völlig ausreichend für den Pendler oder aber für die Frau zum Einkaufen. Und genau der könnt ihr den Wagen ja vielleicht sogar unter den Christbaum legen, denn Renault liefert den Wagen auch noch bis zum Fest auf alle Fälle aus. Sie sind verfügbar, im Gegensatz zu eben anderen Elektroautos gibt es die Modelle, aber auch erst einmal nur als voll ausgestattetes Sondermodell Vibes für 25.666 Euro. Aber da werden dann 10.000 Euro Bonus abgezogen, sowohl vom Hersteller als auch von der BAFA. Und dann, das kann selbst ich ausrechnen, haben wir 15.666 Euro einfach nur noch auf dem Listenpreis oder auf der Rechnung stehen, die der Renault-Händler euch präsentieren wird. Mit seinem knackigen Wendekreis macht er auch echt viel Spaß in der Stadt. In meinen Augen ein sehr cleveres Fahrzeug. Die Frage ist, was sagt ihr dazu? Schreibt mir das unten in die Kommentare und vergesst den Kanal jetzt nicht zu abonnieren, damit wir uns möglichst bald auch wiedersehen. Damit sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.